Recht herzlich willkommen zur 171. Folge von Simutrans. Ja, gerade ist der Zug aus dem Bild gefahren, wie wir gesehen haben. Die wollten wir doch alle beobachten hier noch, oder haben die beobachtet. Und es geht darum, dass wir 183 Passagiere hier haben, die da mitfahren. Unser Problem ist, dass wir irgendwie nicht sehen, dass die voll werden. Und was wir noch hatten war, dass hier irgendwo ein Zug ist, der immer wartet auf den anderen. Wir wollten noch Signale dazwischen machen. Da haben wir den zweiten auf jeden Fall nochmal im Visier. Und da ist ja der dritte schon. Zack, diese Richtung. Und da habe ich auch den dritten wieder. So, 183 läuft top. Das ist schon mal gut. Wir wollen jetzt aber gerade Signale setzen. Das heißt, wir fahren mal hier runter zu der Stelle, wo es losgeht. Ja, da sehen wir es erwartet. Weil er wahrscheinlich hier diesen Bogen fährt und nicht da fährt, könnte man natürlich lösen, indem man wahrscheinlich diese Verbindung wegmacht. Aber, ja doch, das macht Sinn, die sowieso wegzunehmen. Und jetzt fährt der? Nee, dann war es doch der Zug, der davor fährt, ne? Dieser hier ist es dann gewesen. Oder so. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall mehr Signale. Das wegzunehmen ist die nächste Frage, ne? Ich mach das hier trotzdem weg. Besser ist das. Die können ja auch so drehen. Signale, da. Steht auf 2. Steuerung, nochmal drauf geklickt. Machen wir auf 15. So, was haben wir noch im Angebot? Signale an Zwischenstellen entfernen. Das ist gedrückt. Andere Signale entfernen. Das wäre jetzt, nee, machen wir sowieso nicht. Also das können wir so lassen, wie es ist. Diese macht er dann weg. Oder, nee, ich will die nicht wegmachen. Lass uns das nochmal machen, der soll er mal nicht wegmachen. Ich glaube, wenn er so macht, dann macht er sie nicht weg, ne? Jetzt steht der da wieder. Und wartet wahrscheinlich auf den vorherigen Zug. Bis der ein Signal passiert, sehen wir gleich. Wenn da war ein Signal, jetzt müsste er wieder fahren. Genau so ist es. Das liegt also an dem Signal, die Strecke ist nicht frei. So, jetzt zum Bahnhof, der hier ist. Wir starten dann mal mit dem Signal hier. Machen hier einfach ein Signal hin. Also der Bagger sagt uns das, was gesetzt haben. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite und schauen zu, dass wir da das richtige Signal hinsetzen. So, wo muss man hin? Hier oben. Irgendwo der Bahnhof. Hier und da ist das Signal zum Wechseln. Dann machen wir das hier hin. Ja, passt, oder? Ja, passt. Ich habe es richtig gemacht. Ich habe gerade, glaube ich, nochmal geklickt. Aber wie man sieht, hat er das schon so gemacht. Er zieht das ja in die richtige Richtung. Gut, das bedeutet hier wieder das gleiche Spiel nochmal. Ja, können wir auch hier gegenüber machen. Hier einmal geklickt mit dem Bagger, dann den Weg da runtergegangen und er setzt es ja dann passend in die Fahrtrichtung. 15 Mal oder nach 15 Feldern, wie wir eingestellt haben, geht die Reise dann dahin. So, hier muss es schon sein, hier ist es auch und das ist dann hier ungefähr. Wir können das mal hier machen. Und einmal hat er das jetzt gemacht? Ne, jetzt hat er wieder irgendwie so einen Murks gemacht. Jetzt kann er nämlich nicht fahren, hat er gesagt. Ich glaube, das ist fehlgeschlagen. Ne, ist nicht fehlgeschlagen, es passte wohl. Nur er hat mir da kein Signal mehr hingestellt gehabt, dann passt es wohl, weil da steht ja jetzt eins. Ja, doch, er hat sie gesetzt. Er hat auch die nicht weggemacht, die ich nicht bekommen wollte. Passiert hier jetzt gerade was? Nee, sowieso nicht. Ja, er hat wohl alle 15 Felder 1 gesetzt. Da, passt. Okay, das hat geklappt. So, 183 fahren wieder unten überall. Zwei nach Sonderhausen, einer nach Döbeln. Jetzt ist nur die Frage, werden die voll oder nicht voll? Und 6000, er macht 2000. Er fährt schon ins Plus, hat aber nicht voll.
Und er fährt von Sonderhausen jetzt weg. Ich war jetzt der Meinung, dass Sonderhausen genug Fahrgäste hat und Döbeln das Problem ist. Ja, wer fährt als erstes Döbeln ein? Der. Dann folgen wir dem nochmal. Ich glaube, das können wir mal zumachen. Fahren nochmal schneller. Gut, dann gucken wir, wie viel er da kriegt. 183 und er ist wieder vollgeladen. Dann passt das ja. Aber er hat 166 jetzt hier nur noch drin. Okay, da kommt ein Flieger oder der fliegt gerade weg. Kommen zwei Schiffe noch rein. Okay, das ist natürlich jetzt Döbeln. Ne, Sonderhausen. 48. Radolfzell. Ja, das Schiff bringt vielleicht jetzt noch mehr Fahrgäste dann. Über Sonderhausen 145. Ja, das Schiff hat Fahrgäste gehabt. Alles klar. So, wer fährt als nächstes hier ein? Er hier, ne? Ja, dann hat das natürlich auch damit zu tun, ob gerade ein Schiff angelegt hat oder nicht. Und er bringt ja hier auch wahrscheinlich Gäste mit. Gucken wir mal gerade, wenn wir ihn treffen. Ja, der hat Passagiere über Döbeln-Waldbeck-Hafen. Die Frage, wer da wohin will dann? Über Sonderhausen sind jetzt 80. Ist er denn schon da? Ja, er war schon da, dann waren die 80 von ihm wahrscheinlich die meisten. Dann passt das erstmal. 183, 183, 151. Okay, das heißt, hier hinten wird es immer nicht voll bei Döbeln. Oder jetzt wird es nicht voll, sagen wir mal lieber so. Was haben wir denn in der Linie überhaupt stehen? Hat man da nicht schon mal was eingestellt? Döbeln Sonderhausen. Ja, er wartet auf jeden Fall 1% Ladung auf beiden Seiten ab. Und 1/16 von der Zeit her. Wenn er unter 1% ist, ne? 5%. 10% sind 18 Leute. 20%. Lass mal halb voll, sollen sie wenigstens fahren, oder? Das machen wir jetzt einfach mal. 1/16, ich weiß nicht, war das jeder zweite Tag oder sowas? Ich glaube ja, ne? Wartet dann 2 Tage oder so, oder? Ja, lassen wir erstmal so, wie es ist. Mit der Begrenzung der Passagiere und der Wartezeit. So, er fährt jetzt wieder, hat aber auch voll geladen, dann passt das schon mal. Er kommt auf der anderen Seite an. Da haben wir aber nichts geändert, oder? Das wollten wir dann vielleicht auch machen, oder? Macht dann nur Sinn, auf beiden Seiten das zu machen, oder? So, 50% geladen muss immer sein. So, 131, also 90, 91, 92, wird mit 92 fährt er dann auch wieder los. Er macht ja Plus hier schon mal, ne? 2,8. Die anderen beiden mit 4.000 ist schlecht. Ich pack das mal hier so rechts am Rand. So, wer kommt als nächstes hier rein? Er hier. Dann ist noch die Frage, wann ist 1/16 um, ne? Dann wartet er, glaub, 2 Tage, oder? Kann das sein? War das nicht monatlich? 1/32 ist sozusagen ein Tag im Monat. Das heißt, er wartet 2 Tage. Kann das sein? Weiß ich nicht. Würden wir sehen, wenn jetzt da unten einer einhält und keine 90 Fahrgäste hat. Ja, wir sind gleich da mit einem. 183 hat er. Kriegt wie viele Fahrgäste? 183 fährt voll weg, fährt also sofort. Wartet also nicht. So, der nächste, der ankommt, ist er hier wohl. Macht 2 Kurven, dann ist er auf der Zielgeraden.
183 Passagiere. Da kommt er reingefahren. Hat wie viel oder kriegt wie viel? 183, fährt wieder. So, dann er hier mit 131 Fahrgästen. Okay. Und der fährt gar nicht so schlecht, die Zahlen hier. Jetzt gleich kriegt er schon wieder ordentlich noch Plus. Und hoffentlich auch voll. Oder besser nicht voll, dann kann ich es beurteilen. Aber der fährt auch wieder. Ist aber nicht voll geworden. Hat aber 2.500 Plus schon mal. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, so 4.500 oder sowas kostet die Strecke zu fahren. Ja, das ist jetzt die Frage, was machen wir, ne? Gucken wir weiter oder machen wir was anderes? So ein bisschen interessiert es mich ja, wenn der erste stehen bleibt und wie fahren die auf, die anderen drei Züge dann? Es würden ja zwei im Bahnhof sogar landen und einer wird draußen stehen. So, er kommt jetzt an auf der anderen Seite. Verfolgen. Und lädt wie viel? 183. Also fährt er auf jeden Fall wieder los. Und gucken wir uns den an, wenn er kommt. Der ist ja auch noch so auf halbem Weg. Ja, zurzeit sind sie alle gut belegt, würde ich sagen. So, was passiert jetzt hier? Der war ja mit 143 erst losgefahren. Wie viel hat er? 7. Er wartet jetzt. 30. September, irgendwas bei 9 Uhr. Ja, das ist jetzt gleich ein Tag. Aber er hat 10 Gäste, da müssen wir auch noch drauf achten. So, jetzt ist ein Tag rum, die Wartezeit. Da kommt jetzt ein Flieger, der bringt wahrscheinlich noch Fahrgäste mit. Wir sind am zweiten Tag bei 16 Uhr. Er hat 21 hier. Immer noch 21. Und er fährt, weil er 94 Fahrgäste hat, okay. Also er würde mindestens 2 Tage fast warten. So, wer kommt rein? Dieser. Dann gucken wir den an, weil der kriegt ja auch nicht voll wahrscheinlich. Weil er fährt ja nur mit 94 darüber. Ja, der ist jetzt gleich da. 2. Oktober. Dritter Oktober, 1 Uhr. Und er hat jetzt Wartezeit. Er kommt schon nach. Jetzt die Frage, wann kommt wer rein, ne? Also da wir nur 2 Gleise haben, würde der dritte Zug immer auf jeden Fall 2 Tage später fahren. Wenn er dann nicht schon gleich wieder voll geladen wäre, ne? 4. Oktober, 1 Uhr ist durch, also einen Tag Wartezeit haben wir weg. So, der zweite Zug fährt ein. Okay, der ist jetzt da um 18 Uhr, würde ich sagen. Ne, 19, 20 Uhr. Ist natürlich keine Fahrgäste, weil hier erst geladen wird. So, er fährt jetzt aber gleich los, weil gleich 1 Uhr ist. Ne, er hier. Also, passt, 2 Tage sind wir.
So. Er ist aber auf dem anderen Weg. Er ist jetzt mit 16 losgefahren und hat 2 Tage gewartet, es kam keiner. So, was macht er hier jetzt? Er ist voll und fährt gleich weiter. Wunderbar. So, er wird irgendwann in einem Tag fahren ungefähr. Aber da kommt eine Bimmelbahn, vielleicht kriegt er jetzt auch gleich Fahrgäste und er fährt vorher. Ist die Frage, wie viel da drinnen sind für Sonderhausen. Da hat er 26 bekommen, das heißt, er wartet noch circa 5 Stunden jetzt noch. Nee, er hat jetzt 114 woanders weggekriegt. Ah, da war auch noch vielleicht ein Flieger gekommen oder so. Oder war das die Bahn und der Flieger war zuerst da? Kann auch sein. Ja, gut. Nochmal verfolgen aus. So wie es hier aussieht, sind sie ja. Die beiden sind auf halber Strecke gegeneinander fahrend und er fährt hinterher. Ich habe fast die Vermutung, dass das überhaupt kein Problem werden wird mit dem im Bahnhof warten. Das sieht recht gut aus. Wir lassen das so. Er ist jetzt natürlich nach 2 Tagen losgefahren mit wenig Passagieren, aber was willst du machen, ist halt so. Auf jeden Fall sind die Zahlen hier dann wenigstens nicht so riesengroß, außer bei ihm hier jetzt. Aber er ist gerade voll. Ja, das wird dann dadurch, dass er wenn einer 2 Tage wartet, dann macht er verdammt viel Minus. Er ist jetzt da. 3000 Miese. Mit knapp drunter. Oh, 2,5. Doch so viel Geld gab es dafür. Für die paar Leute. 16. Jetzt nicht gerechnet. Okay, der fährt 2,5 nachher miese trotzdem wieder ein. Ne, 7,5 hat er dann. Der ist jetzt hier bei 7,5, aber er hat gerade ganz viele Fahrgäste, also bei 2,5 irgendwo. Ne, oh, der hat mehr Geld dafür gekriegt. Mehr wie 5 gab es dafür. Okay, und er fährt wieder voll zurück. Das ist schon mal gut. Er kommt jetzt gleich da an. 114. Gucken, wie viel er mitkriegt. Und 168, das ist eine gute Zahl. Okay, dann würde ich sagen, funktioniert das erstmal, ne? Können wir so lassen, glaube ich. Wir müssen nur immer wieder ab und zu mal reingucken an unserer Hochgeschwindigkeitsstrecke, ne? km fahren sie ja. Alle drei jetzt. Ihn warte ich gerade hier noch ab. Aber wir können das auch gerade noch beschleunigen, ne? So, was kriegt er jetzt? 166, das heißt, er fährt auch wieder. Ja, gut. Lassen wir so. Die sind, guck, er kommt gerade auch noch an. Dann gucken wir den auch noch an gerade. 183 hat er gerade gekriegt, verdient also gerade viel Geld. Und jetzt ist die Frage, wie viel nimmt er mit? 145 ist jetzt keine schlechte Zahl, könnte aber besser sein. Und wenn wir schon dabei sind, gucken wir gerade ihn noch vorbei. Weil der ist auch sofort da. Da oben ist der Bahnhof. Ja, er hat 4er, 168. Wie viel kriegt er, ist die Frage. Er müsste relativ viel kriegen noch, oder? Nee, nur 12. Er hat Wartezeit. 50% muss er haben. Ist aber mit 1126 da ganz gut bestückt. Ja, und wieder ist es, was passiert? Wann kommt der nächste Zug oder Flieger? Oder fährt er vorher los?
Ja, ich weiß nicht, aber ich habe fast die Vermutung, das, was wir hier eben am Bahnhof gesehen haben, ne, das sind ja über Radolfzell-Linienstraße 3500 Passagiere. Ich glaube, wir müssen diese Strecke hier noch optimieren. Da sind ziemlich viele. Jetzt kommt ein Flieger rein gerade. Gucken wir, ob er da was mitnimmt. 38 hat er schon. Wahrscheinlich fährt er eher, bevor der Flieger angelegt hat. Nein, er hat angelegt, aber es sind keine für ihn. Doch, es waren welche für ihn dabei. Okay. Da sind dann auch Zahlen, die vielleicht klappen, dass die mal ins Plus kommen, ne? Jetzt kommt der da auch wieder an und der da kommt dann auch wieder an und man möchte noch eine Runde gucken und noch eine Runde. Er fährt wieder voll zurück, das ist super. Ja, komm. Das ist ja nicht mehr weit. Und dann ist aber gut. Aber er hat jetzt keine Leute davor. Kann das sein? Nein, da dürfen eigentlich nicht ganz viele sein. Null nämlich. Genau, passt. Er hat also die Wartezeit jetzt. Gut. Dann können wir höchstens gerade gucken, wann kommt der nächste Zug hier. Kommt da einer? Nee, sieht gerade nicht so aus. Ah, weil hier irgendwas blockiert ist? Nein, der fährt durch. Der ist blockiert, weil er sowieso Wartezeit dafür die Getreidefelder hat. Aber der braucht ziemlich lange. Ja, gut, dann würde ich sagen, werden wir nächstes Mal hier schauen, dass wir diese Züge vielleicht ein bisschen optimieren. Die sind ja dann doch vielleicht, warte, wir können gerade noch gucken, wie wir wollen denn von da oben nach Döbeln. War das dieser? Ja, 3000 wollen auch nach Döbeln. Das heißt, da müssen wir definitiv an dieser Strecke was tun. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gibt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke anmacht. Dann seid ihr richtig fröhlich. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.